Sag mal, Grüße Leute, willkommen bei Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Kann ich dich machen? Nein, komm jetzt, mach! Grüße Leute, willkommen bei Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch. Heute habe ich wieder meinen Neffen mit dabei. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, ist eine Weile her, da habe ich schon mal eine gemeinsame Aufnahme mit ihm gemacht und heute hat er sich gewünscht, dass wir es nochmal machen, weil ich gerade wieder bei meinen Eltern zu Besuch bin. Und wir wollen Mario Kart 8 aufnehmen, weil du bist in Mario Kart 8 schon trainierter, sag ich mal. Spielst garantiert besser als ich, oder? Ja, ich habe eine Wii U zu Hause und da spiele ich auch meist Mario Kart 8. Dann mach gleich mal Grand Prix. Genau, das ist nämlich eigentlich, drück mal bitte aktivieren, genau, weil du hast momentan, Versus-Rennen ist aber nicht so spannend wie Grand Prix. Wir können auch online spielen, ich weiß aber nicht, wie schnell die Online-Verbindung in diesem Hause meiner Eltern ist. Ich weiß, was wir spielen. Okay. Ich wollte sagen, das ist mein altes Mario Kart, deswegen habe ich mir das neue für die Switch gekauft und habe quasi das meinen Neffen abgetreten, damit er mit der Wii U zocken kann. Weil, wie gesagt, meine Kumpels haben Geld zusammengelegt und haben mir einen Gutschein gekauft, damit ich mir Mario Kart 8 für die Switch kaufe, dass sie mitspielen können. Sonst wäre ich nie auf die Switch-Teil gewechselt, weil ich ja schon das für die Wii U hatte. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich muss erstmal, wo bist du so schnell mit Auto auswählen? Ich muss mal länger, ich will erstmal anderen Fahrer. Geh nochmal zurück, bitte, nochmal B. Ja, tut mir leid. Ich will nicht mein Mii nehmen, weil... Obwohl. Nee, ich nehme mein Mii. Komm, du hast recht. Hast dir recht. Einmal festgelegt. Mein Mii, ja. Es tut mir leid. Bestätige nochmal. Ups. Jetzt bist du ganz rausgegangen. Es geht schon gut los. So. Wir haben es gleich. Wir kommen auch gleich zu Spielmaterial. Ich muss noch ganz kurz mit Plus und Minus kann man immer noch vergleichen hier. Ich will ein bisschen mehr Tempo. Ich brauche eine Karre, die mehr Tempo hat. Aber ich möchte nicht dein Auto. Ich möchte schon ein bisschen was Individuelles. Aber auch nicht so einen großen Schlitten. Oh, Motorräder sind nicht mein Ding. Komm, wir nehmen mal ein bisschen was. Wir nehmen mal die Rakete, genau. Und jetzt nehmen wir noch schöne, schnelle Reifen mit dazu. Ich weiß, sowas macht jetzt nicht so dermaßen viel aus, aber ich fühle mich einfach wohler damit. Und, genau, jetzt zeige ich meine komplette Ausrüstung. Ich habe keine Ahnung, wie sie es fährt. Wieso sind wir in der Ballonschlacht? Ich dachte, wir sind im Grand Prix. Geh wieder raus! Keine Sau will Ballonschlacht sehen. Jetzt haben wir die ganze Blödsinn ausgewählt und können das jetzt nochmal machen. Hoch zum Grand Prix, genau. Alter. So alt bin ich gar nicht. Gut, 100 Jahre älter als du, das ist wohl richtig, aber... Okay, welche Klasse? 50er Klasse? Nee, ich spiele mit 100. Dann haben wir auch eine 100er. Es ist schon ein bisschen mehr dran. Okay, jetzt schnell bestätigen. Ich weiß... Du gehst immer wieder raus. Ja. Willst du online? Ja. Na okay, dann probieren wir es halt online. Herzlich willkommen bei Online Mario Kart. Müssen wir noch beide bestätigen? Du musst mal L und R drücken bei dir beim Controller. Ich glaube, hast du gerade schon gemacht gehabt. Mii-Liste, genau. Okay, Verbindung wird hergestellt. Aber denk jetzt, wenn ich jetzt im Online-Rang, wenn wir beide fallen, ne, dann spielt es eigentlich keine Rolle. Wir gehen trotzdem mal auf regional, gehen mal runter. Dann kriegen wir nur die Leute, die bei uns in der Nähe sind. Und jetzt rennen, genau. Ich glaube, das erste Mal, dass ich Mario Kart 8 Deluxe online mache. Und ich habe noch nie Mario Kart 8 online gespielt. Online gespielt. Bei mir zu Hause geht das gar nicht. Das klingt so abfällig. Naja, mach dir nichts draus, es ist auf jeden Fall... Ich kann es ja nochmal zu Hause probieren. Du kannst es gerne probieren, aber wie gesagt, es ist schon ein bisschen schwerer. Die Leute wissen schon ein bisschen mehr, was sie machen. Und wir werden auf jeden Fall nicht gewinnen. Na du vielleicht, ich nicht. Ich bin im Mario Kart und Rennspiel generell nicht so gut. Aber erst muss man gucken, ob ihr überhaupt auf Spieler das Ganze trifft, damit es überhaupt losgehen kann. Und vielleicht treffe ich ja ein paar von euch. Vielleicht sind ein paar von euch online. Ich bin ja auf einigen mit euch bei der Switch befreundet. Okay, wählen wir was aus. Welche Strecke als nächstes kommt, denn wir haben nur noch 90 Sekunden Zeit. Die Himmelspiste. Regenbogen-Boulevard. Okay, nehmen wir die halt. Ah ja, siehst du mal, ziemlich viele haben sich für die Strecke entschieden, aber es wird wahrscheinlich doch das komische Süßigkeitenfeld, weil jetzt wird es nochmal zufällig ausgewählt, ne? Ich bin mal gespannt. Oder ob es ganz großer Zufall wird, kann das irgendwie auch sein. Und es wird, tatsächlich wird es dieses komische Plastikspiel landen. Und guck mal, wer alles mit dabei ist. Ziemlich viele Leute aus... Papa. Hat sie ja Papa genannt? Ja, einfach nur Papa aus den Niederlanden und der Finn aus den Niederlanden. Der ja, Josef aus Deutschland. Um Papa. Ja, den Papa vielleicht. Vielleicht ist er stolz darauf, frisch Vater geworden, weiß man noch nicht. Geil. Soll ich einmal. Komm. Du unterstützt mach mich auf jeden Fall. Ich krieg den Code. Du kriegst doch Blitzstart hin und ich nicht, oder? Nee, ich krieg natürlich keinen Blitzstart. Ich bin letzter. Ihr macht Alter, mich Alter, Finn ist richtig schnell. Ups, ich hab vergessen, wie man lenkt. Die Karre fährt. Ich hab vergessen, wie man lenkt. Ich hab diese dämliche Lenkhilfe mit drin. Die muss ich nachher nochmal rausnehmen, Leute. Tut mir leid. Ich hab so hier gerade nur gelenkt. Okay. Ach, du meinst mit der Bewegungssteuerung? Nee, ich hab aus Versehen. Ich fahre wie der letzte Penner. Eine Lenkhilfe mit eingebaut, die bringt mich total durcheinander gerade. Die will ich gar nicht, aber ich kann das Match jetzt schlecht abbrechen. Ach, das lenkt sich ja furchtbar. Also, ich muss dann komplett nochmal umstellen, bevor wir die nächste Runde machen. Das lenkt sich hier furchtbar.
Ich gerade hier, von der Steuerung her, ich kriege kaum klar mit den Rädern und mit der lustigen Einstellung von dieser Hilfsantenne. Ah, nein! Ich mich dann ins Kinderzimmer. Ich habe leider nicht so ein Kinderzimmer. Ich habe leider nicht so viel Zeit, auf dein Fahrstil zu achten. Ich muss auf meinen eigenen Blödsinn achten, den ich hier mache. Öfter? Ja, ich bin sauschlecht gerade. Das liegt aber echt wirklich erstens daran, dass ich ein mieser Spieler bin und zweitens daran, dass die, wie ich gerade sagte, diese Hilfssteuerung eingestellt ist, man sich übelst drauf einstellen muss und die Rakete lenkt sich echt, Alter, etwas seltsam. Also auf mich brauchst du... Ja, Rakete! Auf mich brauchst du nicht bauen. Alter, diese Lenkhilfe macht mich nochmal fertig. Ich lenke immer gegen, dann ist die ganz woanders schon. Goldener Pilz kannst du mehrmals hintereinander einsetzen, ne? Ich weiß. Oh, ich bin echt Zehnter, das ist so traurig. Ich fahre so schlecht, ich fahre so unglaublich schlecht. Jetzt habe ich selber den goldenen Pilz. Ich fahre so unglaublich schlecht. Und wenn jemand da ist, dann crash ich den weg mit meinem Stern. Stern ist immer gut, ist eine der mächtigsten Waffen, die man hier haben kann. Au! Was macht die Karre denn? Warum bleibt sie immer stehen und beschleunigt wieder, wie es ihr passt? Oh, Link, hilf mir, Mama! Ich mag diese Musik. Die Musik hat ja auch was. Ich würde es ja gerne lauter stellen. Problem dabei ist einfach nur, dann würde sich das mit dem Mikrofon wieder pegeln. Also die Tonqualität, falls ihr euch wundert, ist heute nicht so der große Traum bei mir, weil ich vergessen habe, meinen Popschutz fürs Mikrofon mitzubringen. Ich bin echt nur Fünfter geworden. Ach, grausam. Was machst denn du da hinten? Ich dachte, du bist weit vor mir. Also du musst auch erstmal mit der Steuerung klarkommen, oder? Okay, online wird doch nichts. Jetzt haben wir uns drauf eingelassen. Jetzt müssen wir auch online weiterfahren. Aber wir können erstmal kurz rausgehen, vielleicht das Fahrzeug wechseln. Das wäre eine Möglichkeit. Das könnt ihr dir gleich machen. Ich möchte das. Was? Online schaffe ich niemals. Ich werde nur noch 12. da sein. Na okay, dann gehen wir halt raus. Ich spiele heute mit dir. Möchtest du wirklich gehen? Ja. Könnt ihr mir auch mal verraten? Spielt ihr oft mit euren Verwandten? Sag ich mal so. Also jüngeren Verwandten, glaube ich, der beste Ding dafür, um das auszudrücken. Oder mit euren Kindern. Das ist natürlich noch ein schönerer Begriff. Das würde ich gerne wissen. Aber du musst auch reingehen, nicht immer rausgehen. Also Kommentare schreiben, Leute. Ich habe, glaube ich, gerade die Macht. Ich kann wählen. Yay. Okay, wir machen wieder 100 darin. Und diesmal muss ich diese dämliche Lenkhilfe rausnehmen. Wie nehme ich die raus? Nochmal wählen, bitte. Du musst nochmal L und R drücken auf den Controller. Also die oberen Schultertasten. Okay, wenn du fertig bist, sind wir. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wie stelle ich zur Hölle diese verdammte Lenkhilfe aus? Na, so mache ich ja okay. Na, ich werde es gleich rausfinden. Geh mal auf A. Du willst so ein Splatoon? Hast du schon mal Splatoon gespielt? Gibt's ja auch für die Wii U. Yep. Na, ja, ich hab im Stadtteilladen. Ach, hast du mal Probe angezockt? Okay, ich lass mal dein Standard-Set. Wenn einer von euch... Ah, da ist die Lenkhilfe. Okay, Lenkhilfe ist jetzt aus. Drück mal bei dir dann auch nochmal L und R, sobald du... Drück mal bloß ein Minus, bitte. Da ist so ein kleinen Minus-Button. Genau, den mal bitte. Und drück mal L, bitte. L ist das andere, genau. Jetzt hast du die Lenkhilfe ausgestellt. Alles klar. Das haben wir nämlich nicht gebraucht, weil das ist immer so ein bisschen nervig. Nein, hier wollte ich gar nicht. Willst du Motorräder? Ich finde Motorräder echt schwer zu fahren. Das ist überhaupt nicht so mein Ding. Meinst du nicht so, Opa? Ich fahre... Ja, ist nicht kein leicht, sich zu entscheiden. Ich habe eben noch nicht alles freigeschaltet, weißt du? Ich habe jetzt mal Kumpels mal wieder gespielt, 2-3 Mal, aber wir sind noch nicht so weit intensiv. Jetzt entscheide ich. Komm schon. Wir brauchen... Also Haftung hast du eigentlich gar nicht mal so wenig. Da, jetzt hast du ein bisschen weniger Haftung, dann machst du mehr Geschwindigkeit. Welchen Cup? Haftung? Ja, der Versicherungshaftung, falls Unfall passiert. Nein, die Bodenhaftung. Wir machen mal eine interessante Streckenführung. Wir machen mal... Okay, die. Machen wir einfach den Eier-Cup. Ist sowieso ein guter Cup. Ich mag den, weil es eine F-Zero-Strecke mit dabei. Du hast doch keinen F-Zero, kennst du nicht, ne? Nee, ist nicht schlimm. Meine Vita. Ja klar, hier hast du was zu trinken. F-Zero ist ein alter Rennklassiker mit Science-Fiction-Rennern. Ich persönlich liebe diese Rennspielserie, aber Nintendo hat schon lange keinen neuen Teil mehr gemacht. Das macht mich sehr, sehr traurig. Das macht eigentlich jeden traurig, der das Spiel liebt. Also vielleicht erleben wir es noch, wenn du mal 60 bist, dass neues F-Zero kommt. Nein, du kannst das doch nicht zum Mikrofon stellen! Jetzt haben die Leute irgendein blechernes Geräusch oben gehabt. Entschuldigt. Aber das ist dein Glas noch offen. Aber ich benutze es ja nicht. Ich benutze es nur in den Spielpausen, trinke ich mal ganz galant ein Stück. Wie ein echter YouTube-Profi. Kannst du fragen. Ich mache nie Fehler bei YouTube-Aufnahmen. Ja, Mann, ich muss weiter. Ich muss auf die andere Bildschirmhälfte gucken. Das hat mich gerade völlig fertig gemacht. Ich mich auch. Ich bin auf jeden Fall jetzt auf der anderen Seite und versuche mich hier durchzuschlängeln. Und mach ein... Au! Oh, das warst du? Verzeihung, ja. Neffe. Es tut mir... Oh Gott, den eigenen Neffen mit dem Panzer weggeknallt.
Das tut mir wirklich leid. Das machst du öfters eigentlich. Das mache ich überhaupt nicht öfters. Ich gebe mir größte Mühe, dich aus dem Schussfeld zu halten. Und ist ja nur Mario Panzer, kein richtiger Panzer. Also von daher. Ich habe jetzt die Todeshupe und ich werde jeden weghuben, auch dich, der mir im Weg kommt. Ich sag's dir gleich, ne? Mich wirst du auch weghuben? Alter, wer hat hier gerade den roten Panzer auf mich geschossen? Dumme Kuh und ich konnte ihn nicht weghupen. Ich konnte sie nicht weghupen. Aber du kannst den roten Panzer auch von weiter Entfernung schießen, ne? Die haben ja doch ein bisschen zielsuchend. Oder ja, halt einen Schutzschirm verwenden. Das hast du übrigens jetzt bei der Deluxe-Version. Nein! Achtung! Bist du erst da? Pass auf, es kommt noch irgendwas auf dich! Ich hoffe, dass noch einer mitgerissen wird. Ja, ich habe die noch mitgerissen. Du kannst also jetzt noch vorbeiziehen an uns beide. Lass die Bombe nach hinten fallen, ne? Dann wischst du auch die hinter uns sind. Wie? Einfach nach hinten drücken und auslösen. Du kannst nach vorne drücken, dann wirfst du weggeworfen. Genau, und einfach da loslassen, dann wird sie nach hinten geworfen. Wie? Muss ich dann drücken? Na, pass mal auf, du lässt einfach nach hinten das Steuerkreuz und lässt... Ah, jetzt habe ich auf nicht auf die Straße geachtet. Oh Gott. Ich werfe trotzdem nach vorne. Jetzt hast du den roten Panzer. Oh Gott, ich bin vor dir. Nein, ich bin nicht vor dir. Du bist Erster? Hier läuft was schief. Ich muss Erster werden. Nee, du machst das schon. Es bleibt ja, der Sieg bleibt ja in der Familie. Von daher ist das alles gut. Gegen diese digitalen Burschen hier. Und Doppel-Item. Oh. Yeah. Ich habe einen roten Panzer und ich werde ihn benutzen. Bist du bereit dafür? Nein, überhaupt nicht. Sag. Dann lass ich dich. Okay. Du hast Arsch. Hier, bitte. Das sagt man nicht an so einen wohlgealterten Onkel. Jetzt bin ich Vierter wegen dir. Du kommst schon wieder hoch. Gib dir Mühe, du schaffst das. Nein, Johnny nicht. Ach komm, jetzt sind wir nicht mehr online. Jetzt mulchst du alle weg. So, Bombe nach hinten fallen gelassen. Also wie gesagt, wenn du Items nach hinten schießen willst, du kannst auch rote Panzer und grüne Panzer nach hinten schießen. Du musst einfach nur Steuerkreuz nach hinten drücken und loslassen. Aber ich denke, du machst das auch schon so. Ja, ich bin Zweiter. Sehr gut. Er ist jetzt schon dritte und letzte Runde. Wir müssen jetzt noch ein bisschen gewinnen. Ich muss. Was denn? Die hat mir mein Item weggenommen. Nimmst dir, du kannst sie auch anfahren, dann kriegst du die Pilze, werden bei dir aktiviert, wenn du die rammst. Oh. Ja gut, jetzt verbrauchst du schon. Ich guck wieder nur auf deinen Bildschirm. Oh, früher war ich im Bildschirmgucken besser, da war ich ein richtiger Bildschirmgucker, gerade bei solchen Spielen, Ego-Shooter und so weiter. Ja, da hab ich ein bisschen beschissen. Ego-Shooting! Das ja, du noch da, gar nicht, nein, du gar keinen ja, Ego-Shooter geil. Spielen. Hör auf, weiß gar nicht, was das Wort bedeutet. Ich hab auch. 3 gekriegt. Was? Eigentlich. Oh, nice. Aktiviere, sofort aktivieren die Pflanze. Oh. Oh, das ist Mist, dass der Blitz da kam. Ja, die Blitze kommen noch immer hier. Da hast du auch wieder wahr. Aber der Augenblick war halt schlecht, weil du hast ja gerade dein Item ausgelöst gehabt. So, es ist kurz vorm Ziel. Ich hoffe, du kommst auch noch ins Ziel. Da muss ich nicht so lange warten, bevor wir in die nächste Runde fahren. Ich bin Dritter. Schieß alles weg, alles ab, dann. Hol dir noch einen. Bam, 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 genau, die ist weg. Und die anderen beiden kriegst du auch noch. Jawohl. Ich gucke noch auf deine Strecke. Zweiter, gib Gas. Komm, Gas. Hat ganz schön noch vorbeigebusst, jetzt winkt sie noch gehässig vom Weiten. Du hast es nicht geschafft. Aber keine Angst, die holt sie. Ich kann nicht abknallen, ich bin Erster. Ich weiß, aber. Du kannst doch keine Prinzessin wegballern. Der hat eine Splatoon-Waffe in der Hand. Ja, aber der benutzt sie nicht. Wieder Double Dragon spielen? Der Double Dragon lädt gerade runter. Wir machen erstmal das Mario Kart 8 Video und danach machen wir ein Double Dragon Video, okay? Nächste Woche? Nee, das wird nur nächste Woche gesendet. Das ist ja das Schöne dran. Du kannst alles hochladen. Du kannst in 10 Jahren noch erst absenden. Das merkt keiner. Denk mal, es ist live. So, ich gebe Gas. Au! Au, was? Achso, wir haben den Boost nicht geschafft. Jetzt habe ich ja mein Item nicht aufsammeln können. Ich schon. Wie viel spielst du oder übst du denn Mario Kart? Oder machst du es nur gelegentlich? Weil du spielst ja auch ziemlich oft Minecraft, so wie ich es mitbekommen habe mittlerweile. Nein, nicht mehr. Nicht mehr so die Minecraft-Shows. Ich spiele nicht mehr Call of Duty Black Ops 2. Also bitte, das darfst du nicht sagen. Das darfst du doch gar nicht zocken. Er meinte natürlich... Oder eben Landwirtschaftssimulator. Ja, genau. Der Landwirtschaftssimulator. Genau das meint er. Nix mit Black Ops 2. Quatsch. Doch. Nein, hör auf, Mensch. Ich hab richtig gute Waffen. Hörst du auf! Du bringst deine Eltern in Teufelsküche. Oh Mann, ey. Was mach ich mir vor? Das haben wir damals alle gespielt. Also nicht Black Ops 2, aber Spiele, die wir eigentlich noch gar nicht spielen dürften. Hui! Oh, ja, ein Zweier! Ah, geil! Nein! Oh, wollen wir nach hinten? Nein! Oh! Aber du gehst ja schon richtig mit, ne? Ah! Ja, manchmal ist bei Mario Kart ist ja sowieso immer die Schwäche, dass man dann, wenn man mal richtig runtergedrückt wird, in dem Mittelfeld richtig zerpresst wird von Items. Aber man nur kriegt man aus dem Maul. Ey, Alter. Ja. Boah, ich hatte Glück, danke, dass du mich weggecrashed hast. Ich? Nicht dich? Du, okay, ich wollte gerade sagen, andere, du musst... Okay. Weil sonst wär ich mit dem roten Panzer getroffen! Boah, denn? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich relativ, Nein, nein!
glücklich mit dieser Mario Kart. Okay, bitte töte mich nicht. Ich weiß gar nicht, hast du den Vorgänger auf der Wii mal gespielt als Mario Kart? Nö. Auch nicht. Aber es ist nicht das erste. Mario Kart war 8 war nicht das erste Mario Kart, was du gespielt hast, oder? Ja. Philipp? Ja. Was war das erste Mario Kart, was du gespielt hast? Oder war das das erste? Mario Kart? Das allererste Mario Kart, das gab es schon ein paar Vorgängerversionen. Das ist jetzt hier schon der 8. Teil. Da ist Mario Kart 8. Jetzt ist Mario Kart 8 Deluxe. Ach so, aber trotzdem, da ist ja fast dasselbe Spiel, bloß halt, die haben die Grafik ein bisschen aufgehübscht. Es ruckelt nicht mehr, wird ja sicherlich auch aufgefallen sein. Ja! Und es gibt mehr Items. Ja, du bist voll im Rennen drin. Das ist unglaublich. Oh Mann, dem ich ja. Warum hat dich der Blitz nicht erwischt gerade? Ich hab gar nicht auf dem Bildschirm geguckt. Weil ich den Geist hatte. Ah, guter Zufall. Okay, ihr merkt, ich bin wieder eingefahren. Das ist immer das, wenn man Mario Kart doch schon ein bisschen mehr Übung hat. Und leichteren Schwierigkeitsgrad, bleibt halt. Du wirfst den roten Panzer hier nicht nach vorne. Doch, wenn du vorne bist, wird's ihn werfen. Oh, der blaue erst. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich hab erst einen roten, dann krieg ich einen blauen. Das ist echt. Nein! Jetzt will jemand! Und es hat mich auch jemand. Nein! 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 Der überholt mich! Das Problem ist, dass ich mit diesem neuen Controller, den ich jetzt habe, ich habe ja diesen Pro-Controller mir bestellt von PlayAsia, also mit einer kleinen Sonder-Golden-Edition. Ganz ruhig bleiben, schießt er noch. Dass ich keine Bewegungssteuerung drin habe. Ich kann gar nicht diesen Schwungboost, den ich gewöhnt bin, einfach durch Geschwingen den Boost holen beim Springen. Kann ich gerade gar nicht machen. Bist doch immer noch Vierter. Jetzt bist du Platz 4. Das geht doch nur. Du lässt dich nur von Rosalina und ihrer Babyversion besiegen. Aber guck mal, du brauchst doch 2 Punkte, dann bist du schon Platz 2. Das ist eigentlich gar nicht mal. Mal sehen, ob wir was freischalten. Ich glaube, wir könnten gleich dann auf Double Dragon gehen, sobald es runtergeladen ist. Einmal, Moment mal, drückst du mal die Home-Taste? Die Taste damit drücken? Die? Ja, bitte einmal drücken. Und du siehst, Double Dragon ist noch nicht ganz runtergeladen. Double Dragon, da können wir. Na, weil das Internet hier so langsam ist, kann ich da nichts dafür. Und wenn wir online gespielt haben, okay, wieder aktiver Titel, jetzt geht die nächste Runde weiter. Dann machen wir es alles in einem Video. Chinesisch! Ja, so ein bisschen. Wing Changa! Ich denke, du bist voller Klischees. Aber das ist nur meine Meinung. Geschehs? Schon gut, vergiss es. So, boosten! Boosten! Ja! Und Turbostart! Wieso kriegst du den Turbostart so gut hin? Ich hab den verlernt, das ist eigentlich traurig. Ich schaff den immer bei mir zu Hause. Ja, du bist ja gut. Ich hab 8 Mario Kart Teile gespielt. Noch mehr. So viele, wie es halt gibt. Keine Ahnung, ob es noch irgendwelche Sondereditionen gab, wie das hier zum Beispiel. Ja, ich will den Zweier. Hast du mir gerade den... Warum? Weil ich den Zweier wollte. Ja, aber ich wollte den auch. Hast du Pech? Das ist so grausam von dir manchmal. Hä, wieso habe ich den jetzt nach hinten? Ja, weil du nach hinten gedrückt hast, schätze ich mal. So wie ich es dir von erklärt habe. Ha! Hier gibt es relativ wenig Randbegrenzung, fällt mir gerade auf. Eine Pflanze! Komm her! Also die Piranha-Pflanze ist echt ein bisschen overpowered, aber die kriegt man auch nur, wenn man weiter vorne ist. Das beste Item, weißt du das eigentlich, wenn du vorne bist, was du kriegen kannst? Das, na komm, los Pflanze! Oh. Das ist... Ja, komm! Nein! Na, das ist diese dämliche Hupe, weil damit kannst du so ziemlich alles abwehren. Wird denn so doll? Nein! Alter! Ja, ich wurde auch gerade überholt. Nein, so ein Stern! Der? Der Stern, der hat... Ich bin 6. Na, ist doch gar nicht mal schlecht, aber du musst mehr werden. Du musst ja mindestens Platz 3 werden, um eine Position wieder aufzuholen in der Gesamttabelle. Oh, wieder... Achtung! Ich weiß, aber der hat sich schon auf mich eingeschossen. Es ist unglaublich. Ich krieg zum 5. Mal diesen blauen Dreckspanzer. Ach, geil! Ich hab den Bumerang. Den kannst du mehrmals... Ach, das weißt du sicherlich alles, oder? Ach, Mist. Hast den einen da fast getroffen. Naja, du hast ja mehrere Versuche, von daher geht das schon. Ah, du dummer Pilz hier, ey. Das ist eine harte Beleidigung. Das ist Todd, Mann. Oh, du hast die Super 8. Feuer alles ab. Jetzt hast du selbst Stern und Pflanze in Kombination. Ach, bitte kein roter Panzer jetzt. Ach. Ich bin trotzdem 6. Ich hab 0 Münzen gerade. Ah, nein, ein Stern ist hinter mir. Ah, wegrennen. Ah, ich muss weg. Du gehst voll mit, das gefällt mir irgendwie. Was? Dass du voll beim Spiel mitgehst. Warte mal. Ja, ich hab trotzdem meine 2 gekriegt. Himmlisch. Okay, ich werde mal sehen. Oh, meine Items waren sofort wieder. Ja, das ist immer, wenn der Blitz kommt, aber es ist halt immer der Blitz. Du hast selber gesagt, der Blitz kommt. Oh, geil! Immer. Was denn? Peach oder die Schwester von Peach? Die sind nicht verwandt miteinander, das muss ich gleich mal klarstellen. Mann. Also, Peach und, oh, jetzt weiß ich, Daisy, die sind nicht miteinander verwandt, die sind beide nur hinter Mario her. Ach.
So rein vom Gefühlslevel, technischen Level her. Ja, geil. Ja, ich habe trotzdem 2. Ja. Irgendwie glaube ich mal, du hörst meine Informationen, die ich dir gebe, gar nicht richtig zu. Aber ist nur so eine Vermutung. Immer noch eine Banane. Na gut. Ich denke, ich werde einfach mal zum Sieg fahren und die ganze Sache dir überlassen. Fünfter. Das ist nicht gut. Du musst eine wegrauchen. Mindestens noch. Ah, Vierter. Okay, dann wird es bei dir bei Platz 4 bleiben, glaube ich. Aber es gibt ja noch ein Rennen und du kannst noch aufholen. Du kannst mindestens noch Dritter oder Zweiter werden. Also eher Dritter. Ich denke eher Vierter. Meinst du? Na, du musst jetzt ein bisschen Mühe geben. Ich gebe mir 1000. Das schaffst du schon. Richtig, Items und dann löst es. Dann ist das ist die finale Strecke, ne? Ich weiß nicht, die Karte bist du ja noch gar nicht gefahren. Alle Strecken. Du? Ja, ich klar, ich bin die schon alle mal gefahren, aber nicht so intensiv, dass ich sagen könnte, ich habe Training. Boost! Jetzt! Ja! Ich krieg einfach keinen Vogel. Ich habe ein bisschen. Übrigens, wenn du hier die Seitendinger nimmst, ne, kannst du Münzen einsammeln. Da laden sich bei dir Münzen auf. Und zwar ziemlich schnell. Und jetzt immer die Boost-Pfeile nutzen. Immer die Boost-Pfeile nutzen. Egal was kommt. Dann bist du hier sowas von schnell durch. Mann! Du hast mir diese... Oh, geil. Ich hab gar nichts. Ei! Kann man in blauer vorbeigeschossen. Ja, wir boosten uns damit gegenseitig. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt wieder die ja, Seitenstreifen. Genau. Naja, okay. Die roten Panzer spare ich mir jetzt mal bei dir. Nein! Okay, jetzt kann ich die roten Panzer wieder verbannen. Ja! Bist du auf einer anderen Streckenseite wieder gelandet? Ich sage, die Strecke ist ziemlich interessant und ich glaube, auf irgendein. Ne, es war die andere als die Strecke. Da fährt man einfach rein. Da gab es keine, sag ich mal, keine Runden. Bremst man ab hier. Bremsen ist kacke. Mario Kart und Bremsen, das sind zwei Dinge, die sich untereinander Alter! Nicht wirklich kombinierbar sind. Ah, du bist doch Vierter gerade. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Gerade warst du noch Sechster von der letzten Woche. Okay, das wird schon ein bisschen. Ey, wieso? Immer die Boost-Pfeile nutzen, wenn welche da sind. Ah, die Strecke hat was. Aber die kann auch schnell abgehangen werden, glaube ich. Oh. Alter! Hier vorne ist einer mit ganz viel Panzer. Ja, ich muss, bin gerade voll in Konzentration drin. Ne? Jetzt habe ich echt mal gebremst bei Mario Kart. Unglaublich. Weil ich nur noch Zweiter bin, was ist denn hier los? Weil uns die dämliche Daisy wieder weggekickt hat. Ach, geil! Ich habe noch den Geist dazu gekriegt. Ah, nee, doch nicht. Ah, nein! Ja, du wirst den Geist schon verwendet haben, wird aber nichts Gutes dabei rumgekommen sein, denke ich. Nein, ich hab euch allen einen Tintenfisch verpasst. Ach, du warst das mit dem Tintenfisch. Ich habe mich schon gewundert. Weil ich den nicht gekriegt habe? Okay, ich bin wieder auf Platz 1. Du bist auf Platz 7. Schade. Oh. Ich war heute nicht mehr Dritter. Nee, ich glaub's auch nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Weißt du, wie schlimm das ist? Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Doch. Überhaupt nicht. Du wirst nicht schlecht schlafen können, deswegen. Weil von daher passt das schon. Musst dir gewöhnen, spielen muss doch nicht immer der Beste sein. Das ist nicht so schlimm. So. Oh, trotzdem möchte ich gewinnen. Ja! Und drei rote Panzer direkt dann immer schön feuern, aber hintereinander und nicht ganz, also nicht alle hintereinander einfach wegballern, sondern immer schön so einen nach dem anderen alle Ruhe abfeuern, um Ziele zu machen. Okay. Ja, Baby Peach. Weg, nee, es war Baby Rosalina, die uns ja auf die Nerven geht. So, ich glaube, damit haben wir den Grand Prix abgeschlossen. Jetzt musst du noch ins Ziel kommen. Als Dritter. Als. Ui, das war knapp. Sehr gut. Dritter. Das heißt, du könntest vielleicht geschafft haben zum Dritten. Das weiß ich nicht. Ah, sieht gerade nicht so aus. Ich bin der Dritte. Doch, du bist Dritter. Du bist offiziell Dritter. Das heißt, wir werden jetzt mal uns die Ergebnisse anzeigen lassen und dann werden wir mal gucken, ob wir Double Dragon machen. Ne? Aber ich habe das Spiel auch noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Also, ich habe es mir gerade runtergeladen, Double Dragon 4. Ja. Ich habe es gehört, dass deine Mama kurz geredet hat. Aber die wollte halt mal gucken, was wir so machen. Du hast neue Fahrzeugteile freigeschalten. Ist doch super. Drück mal bitte was. Ich will mal gucken, was wir gekriegt haben. Und dann gehen wir. Dann gucken wir nochmal bei Double Dragon. Bei Double Dragon, auf jeden Fall. Ich habe Bock auf Double Dragon. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob es gut oder schlecht ist. Warte mal, geh mal kurz auf Einzelspieler mit den Bauteilen. Dann kriegst du prima mal 100er. Ja, irgendeinen Fahrer auswählen. Scheißegal. Und wir bekommen neue Reifen. Yay. Reifen ist geh mal aufs Menü, auf diese Home-Taste, die ich dir gezeigt habe.
Double Dragon lädt nicht weiter runter? Aber wieso nicht? Der Download wird passiert, wenn das gespielte eine Kombination verwendet und anders drauf herunter. Ich will aber. Warum ist denn der passiert? Gib mal her ganz kurz. Warum steht da pausiert? Das möchte ich jetzt mal. Dieser Download wird benutzt, wenn der gespielten Software eine Kommunikationsfunktion funktioniert oder andere Software runtergeladen wird. Ich will aber keine Kommunikationssoftware. Ich will jetzt, dass das Spiel lädt. Wir müssen das mal ein bisschen beschleunigen. Ich gehe nochmal in den Shop rein. Da probieren wir es nochmal ein bisschen zu beschleunigen, dass wir Double Dragon zocken können. Ja, warte mal, wie kann ich das mit den Downloads regeln? Ups. Schon wieder. Leute, kleinen Moment Geduld bitte. Ich denke, es wird gleich gehen, weil momentan pausiert er und ich kann die Pause nicht abbrechen. Ich kann höchstens den Download abbrechen, das will ich aber gar nicht. Wahrscheinlich, weil wir vorhin online gefahren sind. Kann ich da irgendwelche Menüs noch einstellen? Software-Update, Datenverwaltung, Software löschen. Du musst jetzt ein bisschen Geduld aufbringen, ne? Ja. Also ihr alle. Konsole. Oh Gott, wenn ich das wüsste, wie das bei der Switch geht. Service, Switch. Komm mal, probieren wir mal was anderes. Dann probieren wir mal die Rabbids im Duo-Modus. Das habe ich noch nie probiert. Ich auch. Ich werde das Spiel mal erzählen, wie es ungefähr geht. Und vielleicht lädt es bis dahin runter. Bitte stecken Sie aktuelle Softwarekarte rein. Okay, dann muss ich das jetzt erstmal gucken. Warte, jetzt lädt es doch. Siehst du es nicht? Ja, es lädt wieder. Noch 7 Minuten verbleiben. Wir müssen trotzdem 7 Minuten rumkriegen. Ja und? Ja, ist ja gar kein Problem. Warte mal. Aber das Video dauert dann länger als... Das Video dauert länger als 10 Minuten. Ist mir völlig egal. Ich habe doch bei YouTube erweitert meinen. Ich kann bis zu 2, 3, 4, 10 Stunden hochladen, wenn ich möchte, ein Stück. Das dauert nur dann halt ewig länger. Aber ich würde sagen, 6 Minuten verbleibend. Dann lass uns doch nochmal bei Mario Kart eine kurze Ballonschlacht machen. Ja. Und dann gehen wir zu Double L Dragon. Das heißt, du kriegst... Ist das gleiche Double Dragon wie bei Super Nintendo? Nee, es war nicht Super Nintendo, es war NES, also Nintendo Entertainment System, die ganz allererste Nintendo-Konsole. Achso, du musst mir dann zeigen... Das ist im Prinzip das gleiche Spiel, bloß mit anderen Leveln und eigentlich komplett anders. Was rede ich da eigentlich? Ja, es ist halt so ein typisches, wie sagt man, kein direktes Remake, sondern eine Fortsetzung auf alten Stil. Bist du gerade vom Stuhl runtergefallen? Ja. Neffe, komm wieder hoch. Du bist viel zu nervös. Okay, wir machen. Nee, Versus-Rennen wollen wir nicht. Wir wollen eine kleine Ballonschlacht machen, aber nur eine kleine. Denn ich denke mal, innerhalb von 7 Minuten soll das gehen. Bitte wählen Sie Ihren Fahrer, Sir. Sir, danke. Ja, ich bin sehr höflich bei sowas. Ich nehme auch mal nie. Ich nehme Mädchen. Wenn du bist, nimmst du halt ein Mädchen. Nee. Hi. Ja, auf jeden Fall rot und blau. Ich würde dir raten, jetzt ein Fahrzeug mit ziemlich viel Wendigkeit zu nehmen. Und wieder L drücken, damit wieder die automatische Fahrerhilfe rausgeht. Okay, ist bei dir draußen. Also mehr Beschleunigung, weniger Endgeschwindigkeit. Beschleunigung, da oben. Ja, wir brauchen mehr Handling und mehr Beschleunigung. Was? So ein kleiner Roller hat so viel Beschleunigung? Nur klar, da hat dafür keine Endgeschwindigkeit, ne? Beschleunigung. Okay, da habe ich das richtig mit Beschleunigung. Das alte Piratenschiff, das ist... Das nicht. Okay, noch die Kürbisräder. Und, ja, lassen wir es einfach mal so. Los geht's. Let's go. Teams. Mit Teams. Okay, mit Teams, Items, Standard, mach mal Rundendauer 3 Minuten, das reicht schon, okay. Nee, ich will nicht zu dir. Doch! Okay, dann sind wir halt in einem Team, aber wir haben noch keine Gegner. Jetzt haben wir Gegner, ich habe das noch nie gemacht, es tut mir leid. Okay, Achso, stimmt ja, du hast es ja auch, dann wähle aus. Weil du die noch nicht kennst, die Strecke, oder? Ich kenne gar keine Strecken davon, aber die... Ich denke, du machst das öfters. Hä? Schon gut, lass es fahren. Aber nicht von Nintendo Switch. Das ist doch dasselbe Spiel. Ich habe nur gefragt, ob du die Strecke da im Prinzip schon kennst. Hast du gesagt, du, egal. Die Splatoon-Strecke weiß ich gar nicht. Gab es die auf der Wii U jetzt oder nicht? Nein. Okay, da haben wir noch alles. Da hat alle Antworten, die ich haben wollte. Wir sind ein gewaltiges Team. Nee. Na doch. Warte, ich fahr mal da durch. Kannst du gerne. Ich fahr woanders lang. Warte. Nee, ich habe Angst, dass man dann dafür einen Ballon verliert. Nö. Man kann da ganz normal durchfahren. Ja, das ist nur ein bisschen Schmodder, sag ich mal. Schmuck. Au! Aber denk doch, wir brauchen Waffen, wir müssen die anderen abschießen. Oh, ich gucke viel zu sehr auf deinen Bildschirm. Das heißt, konzentrier dich. Nein, ich wurde schon einmal abgeschossen. Sauschweinebande. Bowser Junior. Ich bin rot, da war ein... Oh, der Blaue. Nein. Oh, Bowser Junior ist eiskalt ausgewichen. Mein Schuss versuchen. Warum ist denn der so... Ich hatte den fast getroffen. Ich nicht. Ich versag gerade hier auf ganzer Linie gegen Bowser Scheißhaus. Das ist übrigens ein Familienname. Weiß nicht. Ich hab mich selber abgeballert. Ey, dieser Bowser Junior, der geht mir ganz schön auf die Ketten. Ja.
Wieso baller ich mich selber ab? Hast du wahrscheinlich von der Wand geschossen. Okay, Bowser Junior bringt nichts. Ich brauche erstmal eine richtige Waffe. Alter, die... Also das gegnerische Team liegt seltsamerweise vorne. Wahrscheinlich, weil wir auch keine Leistung richtig zeigen. Du hast ja noch 3 Ballons da noch. Ja, weil ich mich selber abballer immer. Warum? Keine Ahnung. Warum kriege ich hier eigentlich nur Bomben oder Federn? Ich will bitte... Oh, oder Bananen. Ich brauche einen roten Panzer oder einen blauen oder einen grünen Panzer. Blauer Panzer, das ist ja. Jeden einmal erwischen. Hui, guck mal, ich springe. Hui, hui. Nein, eine Bombe. Na geil. Au! Okay, wie kann ich die einfach noch vorne? Das war eine von meinem Team, aber so. Eine Bombe. Also gerade komme ich beim. Jetzt habe ich eine richtige Waffe. Okay. So, wo ist jetzt ein Gegner? Da sind Knochen trocken. Ich sag nur oh oh. Nicht oh oh, einen hast du noch, einen überlebst du noch. So, ich habe eine Waffe. Und jetzt gehe ich diesen komischen Typen da ja. Bam, 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 bam. Ja, einen habe ich weggeknallt. Der hat mich dafür auch getroffen. Aber wir sind auf jeden Fall Gleichstand mit dem gegnerischen Team und ich habe wieder eine Waffe. Nein! Oh, da war Bowser Junior, klar, blau. Okay, du bist jetzt, glaube ich, eine Bombe. Nein! Geil! Du hast schon wieder 3 Leben. Ach so, ja. Aber wir haben jede Menge Punktabzug dadurch gekriegt. Ist aber nicht schlimm, geht's ja nicht ums Gewinnen. Wir wollen nur... Ein Ballonjagd ist sehr ungewohnt für mich, muss ich sagen. Oh! Alles in einem, geil. Ja, Feuerblumen hat schon was. Ja, okay, Peach habe ich einmal weggeknatscht. Jetzt habe ich eine richtige Waffe, ey, ja. Kommt her, Alter. Komm jetzt her, Junge. Komm jetzt her, komm mal rüber. Wenn du was du willst, Junge. Wo hast du denn diesen Gossenslang aufgetrieben? Also wir kriegen voll aufs Maul, ne? Wir verlieren volle Kanne. Wir haben 5-15 verlieren wir gerade. Gegen Computer. Das ist doch nicht wahr. Komm her, Lenny. Aha, Lenny. Ja, jetzt vor mir ist ein Gegner und boom! Oh, mein Bumerang ist weg, schade. Ich hab dich gerade gesehen. Mich? Aber wir sind doch nur ein Team. Ja, ich hab die auch nicht abgeballert, ey! Okay, fertig, wir haben das leider verloren, aber du könntest mal auf die Home-Taste gucken gehen, ob wir schon bei Double Dragon am Start sind. Ja, Double Dragon, los geht's! Beenden, ohne Punktauswertung. Wenn wir nicht bestätigen, verlieren wir auch nicht, weißt du? So, ja, bitte mal auf Moft gehen, das ist meine Sache. What? Moft. M-O-F-D. Bitte, du weißt doch, wie mein Pseudo-Internetname ist. Bitte beruhige dich. Okay. Ich hab mal bei Tomatenmann dich gesucht, ne? Ja, und hast du nicht gefunden, weil oder was? Ja, weil da nur alte Knacker mit Tomaten waren in der Hand. Bitte, was? Du Männer mit Tomaten? Okay, ich weiß nicht, auf welchen Seiten du warst, aber mit diesen möchte ich nichts zu tun haben. Wir testen gleich mal die Steuerung aus. Story? Müsste auch zu zweit gehen. Drück mal Story. Geh mal auf 2 Spieler B. Ja, mach mal so. Ich weiß aber nicht. Du bist jetzt, glaube ich, blau und ich rot. Englische Sprache haben wir noch eingestellt. Ich weiß nicht, ob da Deutsch geht. Ist mir jetzt gerade echt egal. Ich glaube, du bist Jimmy und ich bin irgendjemand anders. Okay, ich bin roh. Alter! Ah, bam! Au, bam! Au! Du haust mir doch ein paar rein. Was sagst denn du da auch? Oh, da kommt der. Hau dir mal um den Typen. Oh mein Gott. Ach so, bam, bam, bam. Schön umgedreht. Da liegt noch ein Messer. Pass auf, wir dürfen uns nicht gegenseitig treffen. Ne? Alter, lässt du meinen Nerven in Ruhe? Dreckskerl. Okay. Ah. Alter, wie sieht denn der aus? Aber ich mag das Design, dieses alte... Es ist nicht ganz dieses NES... Ey, ich will... Nee, jetzt hab ich's. So, jetzt gib her. Oh, jetzt hab ich's dir gegeben. Alter, was sind das für Techniken auf einmal? Nein. Kannst du den Stein aufnehmen? Oh, ja, wir müssen uns noch ein bisschen einspielen. Wie kann ich was aufnehmen? Ich glaube, das ist die B-Taste, wo du Dinge aufnehmen kannst. Geh mal richtig. Ich warte auf dich. Das ist eine B-Taste. Ja, die Taste, wo im B oben ist, genau. Ah! Jetzt mit kannst du es benutzen. Ha! Sehr gut. Aber kommen hier Gegner? Warum sind wir eigentlich in der Wüste und warum liegt hier Stroh? Man weiß es nicht genau. Oh, größere Stein. Ah! Ja, du willst noch einen größeren Stein? Schön mit dem Wurfmesser. Du musst mich aber hier auch unterstützen gegen die Typen. Alter, du kannst... Ich muss sagen, der Typ hat ganz schön Murre. Also, Kraft hat er nicht wenig. Schön. Oh. Geh weg. Ich will... Ah! Oh, Daniel. Ah! Echt, ich muss... Du, hör auf, ich bin in deinem Team. Hör auf, mich zu beleidigen zu wollen, nur weil ich Gegenstände wegnehme. Ey. Andere Richtung. Du musst die umdrehen. Hau aufs Maul. So, ist richtig. So, hier haben wir noch einen Stein. Egal, wer jetzt rauskommt, er wird bluten. Okay, wir müssen rein. Ah, bis jetzt gefällt mir das Spiel. Okay, wir müssen uns trennen, ja. Verhau mal die Frau, das machen die nämlich nicht. Alter, Junge, Alter. Junge, die Frau ist ja noch... Ey, Junge. Ey, du lässt meinen Onkel in Ruhe, klar? Das ist die richtige Einstellung. Jetzt sind wir im Teammodus. Pass auf.
Der Skinhead will uns verprügeln. Ich hab euch beide auf. Das ist sehr schön. Au. Ich hab das zu uns beide. Ich glaube, wir kriegen. Achso, wir müssen da lang. Ey, wie springt man eigentlich A und B gleichzeitig? Okay, so wie früher. Ja, wir müssen da lang. Probier mal A und B gleichzeitig. Die untersten beiden Tasten. Hier. Pass auf. Die. Keine. Nee, nee, die Tasten drücken. Die beiden gleichzeitig. Drückst gerade die falschen. Egal, lass es weitergehen. Nein, ich kann nicht mehr. Ach so, du standst da fest, weil ich noch nicht da war. Das ist so eine automatische Sequenz und ich habe mich jetzt gewundert. Tut mir leid, das sollte kein Vorwurf sein. Keine Ahnung. Du verdeckst mich. Ja, mein breites Kreuz, kennst du das ja. Alter, wie lange geht denn das jetzt? Können wir jetzt beide mal landen? Ich will Leuten aufs Maul hauen. Alter, du kannst mich einfach... Hörst du auf, mir in den Rücken treten zu wollen? Spring hier hoch. Die beiden... Genau. Ich hau den Typen, du den. Das ist ein Typ, ist eine Frau. Ich weiß. Alter, okay, ich... Alter, hörst du jetzt auf? Warum sag ich so oft Alter? Nein, ich drehe ja völlig durch. Oh, ich hab den da weg. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber es ist nicht gut. Wir ich hab den gerade weggelegt. Ich weiß schon, aber wir dröschen uns viel zu oft gegenseitig. Wow. Okay, die sind schwer. Okay, wir machen auf jeden Fall Mutschlag. Sehr ich gut. Hab die beiden. Ja, ja, ich komme von der anderen Seite. Ah. Ein Kessel. Immer schön einkesseln, immer von die sind zu zweit, die brauchen das. Au. Gehen wir auf die andere Seite? Ja, ich weiß das. Okay, einer ist schon weg. Oder er kommt nochmal wieder, man weiß ja nicht. Oh, ich hab nochmal die Schnauze gehabt. Guck mal, wie du guckst. New Character ist unlocked. Okay, wir können jetzt auch andere Charaktere nehmen, die wir freischalten. Das ist eine coole Sache. Das wusste ich doch nicht. Billy, ich wollte gerade vorlesen. Du hast es weggedrückt. Du willst Leuten aufs Maul hauen einfach nur, oder? Okay. Na gut, ich muss das Video noch rendern und heute hochladen. Also von daher, also wenn du umgeworfen wirst... Echt, das ist der Jason! Solch, sowas darfst du noch gar nicht kennen! wenn du hinfällst und dann A und B gleichzeitig drückst, machst du so einen Spezialangriff. Genau sowas zum Beispiel. Dann kannst du Gegner noch besser wegknassen. Ja, A und B ist eine gute Taste. Ah, cool! Sag ich ja. So, ich nehme mal diesen Stein und du nimmst das Rädchen. Ich nehme das Reifen. Ich nehme das Reifen. Das Reifen! Wow. Wo ist mein Stein? Das darf doch nicht sein. Also der Stein ist echt praktisch, der macht die Leute mit einem Schlag quasi... Ja, Junge! Warte mal, ich will dieses Rädchen nehmen. Oh, hallo meine Damen! Ich will mich mit Ihnen über Reifen unterhalten, mit Ihnen. So, wir müssen hochklettern, glaube ich. Pass auf, wenn du Steine wirfst, sag mal einfach weg, du kannst einen... Und hoch da! Warum willst du mich treten? Ich will dich nicht treten! Du willst mich treten? Oh, jetzt müssen wir springen, gut. Die Mucke ist okay, du hast... Pass auf, bis der kommt, ne? Die Musik ist ziemlich gut, muss ich sagen. Okay, wie machen wir es denn nun? Lass mal die runterkommen erstmal. Lock die erstmal an. Ich geh mal... Ja, genau, jetzt hau zu. Boom. Ah, nein! Okay, das... Wir können uns easy runterhauen, Alter. Wir die auch. Oh. Ich lauf mal weiter hoch, vielleicht kommen sie hoch zu mir gesprungen. Ah, Idioten! Okay, ich bin der Idiot. Alter! Das war ein voll ambitionierter Tritt in die Fresse. Leider. Nein, wir verlieren zu viel Leben. Okay, ich habe noch zwei, du hast noch ein Leben. Aber wir können dann locker nochmal starten. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir. Also ist ein schönes Remake, irgendwie neuer Teil. Bam, bam. Blöde Frauen hier. Also bitte. Alter, die ist okay, ganz schön gut. Schöne Damen sind das jetzt nicht. Ja, weißt du nicht. Vielleicht sind sie gut trainiert und so weiter. Alter, Glatzkopf. Wir haben das, glaube ich, noch nicht so richtig raus. Da, schön. Ich habe dir geholfen, damit du auf einem anderen Dach landest. Alles klar. Das war nur hilfreich, hast du gesehen? Also okay. Ich fange dir nochmal ab. Okay, dann mach du das. Dann gehe ich hier hoch. Der kommt ja irgendwann. Ich bin zu. Drück einfach Start, du hast Continuous noch. Die haben noch 7 Credits. Drück mal Start. Oder Plus oder Minus. Müssen wir den jetzt verhauen? Willst du das machen? Wir gehen rüber und verhauen. Egal. Nee, ich glaube nicht, komme. Nein, dann. Okay, man muss ihn verhauen. Dann mache ich mir halt die Fingerschmutze. Oh. Nein. Was, bin ich ein Idiot? Okay, keine Ahnung, warum ich es gerade nicht hingekriegt habe. Ah, jetzt. Okay, das war's, Junge. Was ist denn? Ja! Ich hab den runtergekickt. Nein! Also, wir spielen wie die allerersten Menschen. Wir spielen wie die allerersten Honks. Ja, das ist unglaublich, okay. Oh, wie die allerletzten Honks. Boah! Ja, okay, das ist ein weiter Sprung. Du schaffst das. Boah! Nein! Okay, du hast doch einen Versuch, du schaffst das. Kein Wunder, dass man hier 7 Credits hat. Oh Gott, das ist ein ganz schöner Brecher. Das sind ja... Oh, es sind sogar 2 von den Typen. 2-mal Abu, oder wie der Typ heißt. Die schaffen wir nicht, niemals. Klar, schaffen wir die. Oben ist der erste richtige Endgegner. Der bleibt nur bei mir. A und B gleichzeitig. Dann machen wir schöne Spesselkicks. Alter. Oh, ein Spesselkick ins Maul. Jawohl. Und den hast du schön in der Mitte mit der Fist nach oben. Okay, nochmal. Au! Die haben es bei mir. Ja, die sind ziemlich nervig. Aber guck mal, den gewinnst du auch noch den. Jetzt kommt gleich Oberbabbo. Oberbabbo. Da oben ist er, der Oberbabbo.
Okay. Den muss Doc zerprügeln. Alter. Au! Hör auf, Junge. Stock ins Maul. So. Au. Pass auf. Oberbabbo, ich von rechts, du von... Der will abhauen. Der will gar nicht gegen uns kämpfen. Der hat Schiss. Ja. Das war alles. Ey, war ja lachhaft, oder? Jetzt haben wir noch jemanden freigeschaltet. Ey, aber wir haben so viel Continuous schon verloren, weil wir in die Lücken gefallen sind. Ja, aber wie easy ist denn das jetzt eigentlich? Ja, das Kämpfen ist geht schon, ne? Aber der Springen durch A und B gleichzeitig drücken, gibt es noch eine andere Sprungtaste? Ach mal, Zug. Man kann auch Schlag nach hinten machen mit der Y-Taste. Ah! Okay, ja, hab doch keine Angst vor den Typen. Musste wie in der Richtschlägerei rein, drauf, Mickey Maus, so. Okay, wie in der Richtschlägerei liege ich auf dem Boden. Oh! Du kriegst ganz schön aus Maul da hinten. Ich komm da mal. Ich hatte mal fast eine richtige Prügelei hier. Nein, oh. Wie hast du das denn gekriegt? Warum eigentlich? Na komm, jetzt musst du die Geschichte auch mal fallen lassen. Woran hat's gelegen? Nicht vor den Zuschauern. Ach, ich bitte dich. Erzähl's mir nachher, okay. Okay. Ah! Ich kann so lange von meinen Schlägereien reden, die ich dann du schlägst einfach dein Leben. Ja, das habe ich auch ab und zu mal. Nachher interessiert sich, glaube ich, keiner für meine Schlägereien, die ich im Leben schon hatte. Glaube ich nicht. Okay, wie geht's hier weiter? Ah! Oh, ist das fies gewesen. Ja, schön, gibst du vor den Kopf? Ah. Okay, die machen uns gerade beide. Ah, ich muss hier weg. Ah! Das Dumme ist, wenn man so einen anderen Charakter nimmt, ne? Dann verwechselt man sicherlich mit seinen eigenen. Ups. Gut, dass du auch mich zusammenschlägst dabei. Alter, wie viel kommen hier, Alter? Wie viel kommen, Alter? Ich hör jetzt auch mit dem Alter. Quatsch. So, den schönen Rücken geschlagen. Ich glaube, der ist raus, oder? Nee, der kommt nochmal. Okay, das war's. Jetzt kommt ihn nochmal raus. Wetten wir? Wette verloren. Yay. Ihr hättet auch gedacht. Oh, Räder! Nimm Waffen! Nein! Ah, ich hasse. Ich kann keine Waffe nehmen, weil die erste Waffe liegt erst da hinten. Ja, du musst durchrennen. Du musst den Spirit haben. Alter, hab ja voll. Epper. Jetzt hab ich schon wieder einer gesagt. 2 gegen 1 ist klar. Oh, okay. Na, ich sag ja, diese A und B gleichzeitig Manöver, das macht schon ziemlich viel Schaden bei den. Au! Der immer mit seinem. Ja, der. Oh, ich bin gestorben gerade. Nochmal. Oh, continue. Warte mal, ist mein Fehler gewesen gerade. Au! Hier, yeah, nimm das, Junge. Oh, ich hab den. Pass auf das Rad. Okay. Haus in den Kopf. Au! Hast du nicht mehr getroffen? Der hat weder dich noch. Du hast ihn getroffen. Stage 3 clear. Es wird immer einfacher. Und wir haben die beiden Damen freigeschalten. Also, hier wird man ziemlich schnell Dinge freischalten können. Ja, Story interessiert keinen. Das wird ja einfach. Ey, so einfach ist das gerade nicht. Wir verlieren andauernd. Also von daher. Hey, ich bin bisher lange nicht mehr gestorben. Du hast noch ein Leben, mein Freund. Jetzt ehrlich. Ja und? Komm her, Tupac. Aber krass, dass ich mit einem Leben noch überlebe. Ja, aber wie lange? Keine Ahnung, wie ein Tupac ist. Da steht Tuck auf dem Karton oder TJC und hab ich ja ein Tupac draus gemacht. Falls sich jemand wundert. Ey, das ist doch hier geil aus. Street Fighter. Ah, oh, jetzt hat er das mal gekriegt. Ey, der hat einen Baseballschläger, pass auf! Das ist bestimmt ein Hooligan. So. Wow! Nein, das! Gibst du es? Du schaffst es. Wenn nicht, habe ich hier noch eine Kiste. Jetzt hast du mal einen Knüppel zum Zuschlagen. Sollst du nicht auf mich werfen? Das war ein Werfding. Nee, du kannst mit der einen Taste wirfst du alle Gegenstände, mit der anderen schlägst du. Du kannst auch mit der schlagen. Drück mal A. Also, ja, A, ne? Jetzt A. A? A wirft man. Okay. Warte mal ganz kurz, ich probiere. Und B? Nee, du wirst da auch. Was ist denn das für eine Scheiße? Oder mal probieren? Nee, du wirst das mit allen. Ich habe gedacht, mit meinen kann man es nochmal zuschauen. Hier ist doch garantiert. Du hast es angehoben. Alter! Und aus der großen Kiste kommt eine kleine Kiste. Okay, das war lustig. Da muss ich sagen, hat mir gefallen. Oh nein, warte mal, ich hole meine Kiste wieder. Wow! Pass auf, kriegst drücken. Wieso deine. Hier. Wieso deine lahme Kiste? Na, wenn die Kiste. Ich bin cool hier gerade im Gefahr, Alter. Ja, aber die Kiste ist Kiste. Ich. Böse! Hast du mich gerade abgeworfen mit der Kiste? Alter, ich bin beim Paketservice angestellt seit heute. Da muss ich mehr mit Kisten arbeiten. Ganz richtig. Jackpot, okay. Da ist ein Baseballschläger. Geil! Ey! Nein! Baseballschläger sind nur ein Sportgerät. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, ja? Nicht für Gewalteinsatz gedacht. Doch. Sagst du einfach doch, das geht doch gar nicht. Ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht von Double Dragon, von dem Remake. Es spielt sich gut, es macht durchaus Fun, wie gesagt, und fun, man hat fun. Abwechslung. Fun. Ich weiß bloß nicht gar nicht, warum. Notfallsmove! Bitte, was hast du gerade gesagt gehabt? Wir sind doch gerade hier im Puff. Sie das ist doch. Ein Casino! Oh. Okay, ich verzeih dir, weil du warst selber noch weder ein Casino noch in diesem anderen Etablissement. Das sah aus wie ein Puff. Na, hörst du jetzt auf? Hier sieht es nicht aus wie ein Puff. Du weißt nachher, hören das deine Großeltern, was wir hier spielen, dann krieg ich ganz gewaltig Ärger. Ich sehe das jetzt schon kommen. Oh, guck mal.
Oh, warte, was gerade ging's da noch? Hallo, wow. Oh. Hallo, du Opa. Okay. Wow, das hat den Pütting gemacht. Hilfst du mir ja auch mal? Nein. Ich fühl mich gerade ein bisschen einsam hier. Jetzt hätte ich Knoblauch gegessen, und keiner mag mich. Du musst übrigens Continue drücken. Du hast kein Leben mehr, du musst Continue drücken. Wir haben ja noch viel Continues. Ah, geil. Kommt her, ihr Babos. Was? Alter, ich hasse den. Ich hasse ihn auch. Und seine Mutter. Und seine Mutter hasse ich ganz besonders. So. Der springt ja. Geil. Der springt überall drauf. Pass auf, ich muss erstmal die eine fertig machen, dann komme ich gleich zu dir. Okay, jetzt wird auch was von mir. Das ist nicht so gut. Ah! Okay, die eine habe ich hier gleich. Der springt? Wieso? Ja, der musste auch mitspringen. Ich komme dir gleich helfen. Ich muss aber, okay, der eine ist weg. Jetzt kommt er hier. Ja. Oh, der ist immer. Kann ich die Maske da? Helm. Oh. Nee, das kann man nicht. Ach so, das die Technik. Die meinte. Okay, wir müssen auch mehr hüpfen. Alter, der macht uns ja aber richtig nass gerade. Was ist mit dem los? Ich weiß es nicht, aber ich habe gerade ein paar rein. Du musst selber springen dabei und dann immer so Sprungkicks machen. Genau. Immer A, B, A, B, A, B gleich. A, B. Ja, ist schön in den Rücken getreten, den Jungen. Und nochmal, so kickst du um. Ich bleib einfach hier und siehst du? Oh, jetzt haben wir. Oh, wir haben gekriegt. Wir haben ihn gekriegt. Mission 4 clear und wieder jemand. In New Characters Unlock in Dual Mode. Wir können auch mal einen Dual-Modus machen. Also wir beide gegeneinander. Im Duell. Ja, okay. Ah, meinst du, das ist eine gute Idee? Ja, Story. Hin und her. Alter! Das Schwein, hast du gesehen, was er mit der Dame gemacht hat? Geschlagen und jetzt. Alter, jetzt nimmt er die auch mit? Der kriegt richtig Backenfutter. Den zerlegen wir, der ist erstmal, da hauen wir richtig die Prügel raus, wie der Drachen gerade sagt. Der schon, oh nee, der, nicht der schon wieder. Ich hasse den. Oh. Ich hasse die alle, den hasse ich ganz besonders. Weil der hier, das ist nämlich der Bill. Nee, keine Ahnung, ich will den Namen. Ich fand das immer lustig, bei River City Rams, das ist auch so ein Spiel aus derselben Zeit, okay, vom selben Grafikstil, da wurden die Namen von den Leuten immer angezeigt, wie du verprügelst. Da hieß der weißt eine, du noch, aus der letzten Folge? Man kommt doch an, was? Also ich weiß doch ziemlich viel. Oh, da rein. Nee, doch, ich glaube, da kommen wir mehr raus, bis wir reingehen. Das ist ja bestimmt der Club, wo wir rein müssen. Oh, Entschuldigung, ich wollte keine reindrücken. Schön nochmal. Jawohl, schöner Schulterwurf. Gefällt mir. Nee, wir müssen doch weiter. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ist das eine Truhe, eine Kiste zum Anheben? Nee, aber hoch kann man auch nicht. Nee. Mann, geh doch mal weg hier. So. Und du machst das schon. Böse. Ah, Dame! Doch, du machst das schon. Dame! Wie viel sind denn das jetzt? Auf jeden Fall werden gleich ein paar wegfliegen. Das sind eine ganz schöne Menge an Leuten. Einfach nur sehr viele Gegner und Double Kick. Okay, hat nicht funktioniert. Aber wenn man Schlagen einmal drin ist, kommt man schlecht aus diesem Schlagkombos wieder raus, merke ich gerade. Da kann man sich nicht mehr so gut bewegen. Boom! Boom, Alter! Oh, Vorsicht, bevor du mich wegbummst. Holen wir. Au! Okay, ich habe ihn nochmal leicht mit der Faust nach oben befördert. Wow. Oh! Warum? Warum? Sind wir in einem Team oder nicht? Was tust ja. du mit mir? Na, ich oh, oh. Ja. Geil, dann kann ich jetzt mal Trick einsetzen. Boom! Es läuft gut, ich überlasse das dir mal. Keine Ahnung, wie es ist. Nee! Okay, dann ich den Frankenstein boom, drüben. Alter, boom! Ja, boom, guck mal, Alter, boom, Alter! Da hat die gerade voll Schiss, die ganze Zeit, ey. Immer nur boom, 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 sind wir jetzt wieder in den 90ern oder was? Jetzt komm mal her hier. Au! Ja, die sind gerade ziemlich sackig, ich merke. Ich verpasse den Nackenschelle hier jetzt, Alter. Boom. Das nennt man auch in Fachsprache Kanickel-Fangschlag. Boom, Alter. Boom, Alter, Digga. Boom. Ey, es sind echt zu viele gerade. Da, gerade gerät das Gameplay komplett unter Kontrolle. Siegst du immer, wenn du Leute verprügelst? Ja, guck mal, ich da. Alter, ja, du bist tot. Es sind aber auch unglaublich viele. Die überleben immer noch, ja. Oh! Ich bin hier alleine! Ja, die bewegen sich gerade gar nicht, merkst du? Ja, geil! Ah! Jetzt aber! Oh, okay, einen haben wir. Oh, ja, geil! Ah. Helme! Auf die Helme! Kannst du aber nicht anfassen. Ich glaube, damit ist es nur, dass die Leiche da ist aus dem Klassiker. Denn früher war das der erste Endboss und der hat auch die Maske fallen lassen. Den hättest du gern, ne? Im Duel-Modus. Dann machen wir nachher mal, holen wir uns gegenseitig auf die Flöte. The Double Dragon Borers headed to the harbor. Das Video geht jetzt schon? Wir machen weiter. Okay, warte mal, dann lass uns mal kurz rausgehen, weil das sonst dauert es wieder ewig, bis wir das Video hochgeladen haben. Drück mal Start bitte. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Duel-Modus. Nee, das war schon richtig. Bleib mal drin im aktiven Titel. Bitte bleiben Sie im aktiven Titel. Drücken Sie bitte Plus oder Minus. Oder A und B. Drück mal alles, was du hast.
Mission 6, genau. Und dann gehen wir nämlich einfach ins Menü zurück. Ich denke, das geht auch über Plus und Minus, genau. Exit Game. Und dann gehen wir mal schön in den Zwei-Spieler-Gegeneinander-Modus. Neffe. Ey, ich nehm Jason. Okay, und ich verprügel dich mit... Okay, mehr gibt's gar nicht so viel. Ich verprügel dich mit... Ach Gott, wen nehme ich denn am besten? Ich entscheide mich gleich. Ich nehme einfach mal hier Williams. Keiner will Williams. Ich nehme Linda. Linda verprügelt jetzt dich. Continue. Ja. Du gewinnst das sowieso. Hast du jetzt den Charakter nochmal gewechselt? Nee, du musst einfach nur B drücken. Ne? Dann geht's los. Okay. Cody versus Linda. Ich bin gespannt, wie sie spielt gegeneinander. Okay, kann man hier Gegenstände nehmen? Erstmal unfair kämpfen wollen. Okay, komm her, Junge. Oh, ich kann gar nicht, doch, ich kann springen. Was ist denn los jetzt hier? Nackenschelle, Junge. Komm her. Komm doch auf einen Meter ran. Ah, boom, Alter, okay. Boom. Warum kannst du Dinge werfen? Wieso kannst du Dinge werfen? Warum kann ich keine Dinge werfen? Hier, schöne Schelle, kriegst erstmal so. Weißt erstmal, was Sache ist. So, du hast schon ein bisschen Energie verloren. Ach, guck mal, wir haben beide Gegenstände, die wir werfen können, aber keine Ahnung. Ah, so. Ah. Das sind Handgranaten. Warum haben wir Handgranaten? Hä, Alter, hast du... Warte mal, hör mal auf. Okay, ich werf sie mit den Schultertasten, wirfst du die. Wie Mit den äußeren. Nein! Okay. Das macht's aber interessanter. So kann man auch ein bisschen ausweichen. Boom, 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 boom! Ach so, Messer haben wir auch. Nee, Messer habe ich nicht. Das ist unterschiedlich. Okay, das machst du jetzt nicht mehr lang mit mir. Hier hast du ah! Das ist okay, ja mehr. Okay, das ist fies ohne Granaten, okay? Okay, wenn du willst, aber hau ich dich halt so kaputt. Ist auch nicht das Problem. Was ist denn los, Junge? Okay. Oh, aber mit Messer darfst du werfen oder was? Hier, Granate in den Nacken, Junge. Ey, hör auf! Ich höre ja auch nicht auf. Du kommst ja erstmal schön ran auf. Du wirst doch. Oh nein! Oh nein, ich bin. Meine Taste ist ausgerutscht! Okay. Oh nein, meine Taste ist ausgerutscht! Ich hab jetzt auch nichts mehr! Das okay. Siehst du doch! Okay, du bist sowieso tot. Ach, du hast doch eine Runde, komm! Ja, wir haben zwei Leben hier. Okay, keine Schüsse mehr. Es wird nichts mehr geschossen. Finger weg von den vollen Schultertasten. Ah. Was machst denn du für Techniken, ey? Das ist total abgefahren. Gibt's hier so einen Technik-Infobaum? Nein! Doch, doch! In den Nacken rein! Renn nicht immer. Hör auf, face, rennen. Junge! Du schießt dich schon wieder! Hey, so? Hä? Ich drück nicht hier drauf! Ich schwöre, ich drück nicht hier drauf. Ich schwöre auch, dass ich dir gerade ordentlich in der Ecke... Ja, hör mal. Ich brauch nicht mehr hingucken, freihändig. Ich drück nur eine Taste. Ja, du komm aus der Ecke raus. Zeig, was du drauf hast. Ach, hier. Na, komm schon. Warte, ich will mal herausfinden, wie man springt. Na, A und B gleichzeitig, das hatten wir schon. Warte mal, nein. Da springe ich aber nicht. Na doch. Ey. Ich hab die Schultertasten gedrückt. Das ist hier Spezialmove, deswegen. Ja, stimmt. Ja, das, manche machen das einfach so. Okay. Boah, Alter. Es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dieses Kampfsystem hier. Komm, ich will jetzt gewinnen hier. Das Video müsst ihr auch mal hochladen. Also ich verdrösche dich jetzt zu schnell, dann mache ich das Video fertig und lade es hoch. Dann kannst du nachher deine Niederlage nochmal angucken. Du hast schon wieder was geworfen. Ja, jetzt bist du mal in der Ecke. Ja, ich war mal in der Ecke. Hier, was zum Spielen. Hier, was zum Spielen. Damit kommst du nicht durch, mein Freund. Doch, ich komm durch. Hier. Ja, ich bin es. Ja, Doppeltreffer. Los und win, ich hab gewonnen. Wie in der Realität habe ich dich verprügelt. Das darf ich gar nicht so laut sagen. Leute, das war's heute mit Runde Mario Kart und Double Dragon mit Philipp. Und ich hatte sehr, sehr viel Freude. Ich hoffe, du auch. Wir spielen noch eine Weile weiter, aber wollen erstmal dieses Video bearbeiten und hochladen. Ich denke, da musst du dich doch auch drüber freuen, oder? Hm. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr mit so euren jüngeren Geschwistern, mit euren Neffen, mit euren Schwestern, mit wem auch immer zockt. Nein, wir spielen uns nicht gleich. Ach, Leute, ich mach jetzt lieber aus. Sonst dreht er noch völlig durch. Bis die Tage und ciao.